So. Jetzt haben wir, das haben wir alles, das haben wir auch. Das haben wir, glaube ich, noch nicht. Untersuche die Insel im Lake Sevelie. Da kommt man mit Prädikatsexamen von der Akademie von Oxford und hier verdient jeder Bratschuldige Trappel mehr. Wollen Sie mich doch mal. Beschwert er sich darüber, wie viel ich verdiene? Woher will er wissen, wie viel ich verdiene? Na egal. Gut, auf in die Mitte des Sees. Was moserst du hier rum? Kein Ertrunkener hier. Nicht, dass ich ihn sehen würde, zumindest. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was hier so ist. Ich wandle auf dem Wasser. Genau wie... Wie wer? Wie ein Wasserläufer. Was dachtest du? Egal. Du hast wohl gemeint, dich kann nichts mehr überraschen, was? Irrtum. Die Herren des Sees. Hey, hast du eine Ahnung, wieso zum Teufel ich auf dem Wasser laufen kann? Klar weiß ich das. Ich wohne seit undenklichen Zeiten abgeschieden an diesem Gestade. Und ich kann die außergewöhnliche Natur des Sees bezeugen. Was ist so außergewöhnlich daran, abgesehen davon, dass man darauf laufen kann? Der See birgt ein wundersames Schwert in seinen Tiefen. Darüber wache ich. Nur wer über die fünf ritterlichen Tugenden verfügt, darf nach dem Schwerte greifen. Ist ein Silberschwert. Man sagt mir ja einiges nach, aber Ritterlichkeit, ich weiß nicht. Aber ich weiß. Denn ich weiß, wer du bist. Du bist ein Ehrenmann, wie viele bezeugen können. Du bist selbst bescheiden und anderen gegenüber großzügig. Deine Tapferkeit wird in Legenden gepriesen. Du musst mir zuerst beweisen, dass du würdig bist. Die Inschriften auf diesen Steinen beschreiben die fünf Tugenden: Tapferkeit, Ehre, Weisheit, Mitleid und Großzügigkeit. In deiner Zeit in Toussaint kannst du beweisen, dass du diese Tugenden im Herzen trägst. In dieser Welt hier gibt es manche in Not. Und du kannst deine Ritterlichkeit zeigen. Okay. Habe ich alle? Okay. Ich muss mein Mitgefühl und meine Weisheit unter Beweis stellen. Ja. Das erste, was ich davon mache, ist, ich meditiere. Und dann machen wir einfach weiter. Irgendwann wird es eventuell noch kommen. Ich weiß es nicht. Aber die Quest ist erstmal pausiert für mich. Machen wir das da zuerst. Wir haben das da auch vergessen. Ich habe quasi noch so viel wenig erst erkundet von dem ganzen Schmarrn hier. Das ist echt unglaublich. Also... Ich weiß nicht genau, was das jetzt noch alles wird. Ich bin immer noch bei dem erbärmlichen Versuch, einfach nur den Westen zu klären. Aber allein das stellt mich schon vor eine doch sehr zeitaufwendige
Arbeit. Aber ja, gucken wir mal, was dabei rumkommt erstmal. Quick Save. Kann ich jetzt nicht tun. Kann ich es jetzt tun? Ja, kann ich. Hier sind Ruinen. Boxer? Ein Alp. Tschüss, Alp. Und wir bekommen Tagebuch und Schlüssel. Fragment eines Tagebuchs. Die Leute reden von einem Fluch, der den Ort beherrscht. Eine finstere Macht, beschworen durch die Bestialität jener Morde. Aber die Leute sagen auch, dass ein Ophiri Kaiser von Nilfgaard werden und das Ende der Welt einläuten wird. Finde den Schatz. Schön, dann könnte überall sein. In diesem Gebiet. Da war was. Ich hab's gefunden. Und noch mehr irgendwie. Arbeitsauftrag. Nach Erlass. Aha. Moment, bevor. Also, solange das hier noch weiter rumklitscht. Noch ein Ritter zu Dienstenauftrag. Rezeptfärbemittel für schwarze Rüstung. Schwarz gibt's also auch. Scheiße, was brauche ich denn für schwarz? Dafür brauche ich den scheiß Staub. Ich hasse euch. Was machen die Reiter denn da? Egal, wir kümmern uns erstmal sag mir nicht, dass das schon wieder ein Vor ist. Das ist kein Vor, oder? Oh, das ist ein Zyklop. Ja, muss ich auch schon wehren. Ich brauche es nicht. Dankeschön. Und alle sind wieder glücklich. Dankeschön. Wo war ich stehen geblieben? Arbeitsstellen sind wie Frauen. Es kommen immer welche nach. Arbeitsstellen sind wie Frauen. Eieieiei. Nun gut. Machen wir die eine Quest hier noch oben. Also den einen Punkt hier. Ich weiß nicht, ob es Räuber sind oder, oder was auch immer. Geh zu einem Ritter und sag Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Was? Ich tippe auf Banditen. Eine Monsterhöhle. Aha. Hilfe! Helft uns! Mit. Was ist denn hier los? Monster!
Monster dort in der Höhle. Wir konnten fliehen, aber Hugo ist noch drin. Hugo? Unser Bruder. Der ist noch da drin. Hilf uns, hol ihn raus. Wir zahlen auch dafür. Gut, ich sehe nach ihm. Ihr beiden bleibt hier. Vater weiß es eben nicht. Shit, da kommt was Größeres. Da erinnere ich mich irgendwie an Crawler. Haben wir die Gegner schon mal gesehen? Wie kommen die gerade so unbekannt vor? Das war's aber ja noch nicht. Frisches Blut an der Klinge. Ob sie Hugo gehört hat? Auf jeden Fall ist hier eine Blutspur. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Also hier ist noch was anderes drin, außer diese Kikimoras. Bist du, Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde! Gauner! Hurensöhne! Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Ich bin kein Gauner, sondern Hexer. Deine Brüder schicken mich, um dir zu helfen. Oh, nein, nein, nein. So einen plötzlichen Sinneswandel kaufe ich nicht. Sie haben versucht, mich umzubringen und jetzt das? Das stinkt gewaltig nach Verrat. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monar. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monar, berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt. Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Was ist mit dem letzten Teil? Hast du es gefunden? Nein. Ich weiß nur, dass es hier in der Höhle ist. Vermutlich unter Wasser. Es ist mir sehr unangenehm, aber da ich verletzt bin, würdest du es holen? Und dann? Gut, kann ich machen. Aber du musst wissen, dass ich nicht viel zahlen kann. Dachte ich mir. Brenn erst mal Cognac, dann kriege ich Rabatt. Versprochen. Warte hier. Wo ist denn jetzt das Wasser wieder hin? Aus dem dampfenden, kochenden See. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige.
Schön ist, Quen löst sich auch gar nicht auf. Okay. Merkwürdig, aber ich nehme es so hin. Gut, ich glaube, ich habe es gefunden, oder? Ich habe das fehlende Teil gefunden. Das hat dein Vater gut versteckt. Oh, fantastisch. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komme drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Ja, jetzt ist ja die Frage, was passiert mit seinen Brüdern. Warte, sieh mal da, meine Brüder. Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Okay. Ja, ich habe wohl keine große Wahl. Danke. Tausend Dank. Ich warte hier. Was soll das? Ah, Hexer! Was machst du denn? Ich bringe euch Anstand bei. Er ist verrückt geworden. Haltet ihn! Auguste würde ich nicht tun. Oh, er tötet sich selbst wieder. Ich will nur die Jäger töten. Deswegen darf ich jetzt auch keinen Quen benutzen. Ansonsten töten die sich nämlich selbst. So, stopp. Axe. Oder muss ich euch jetzt niederschlagen? Oh, verdammt. Warum krieg ich den da gerade nicht? Dankeschön. Versuch's jetzt einfach so. Okay. Nummer eins, Nummer zwei. Funktioniert ja auch so. Na komm. Die beiden leben noch. Sie haben gekriegt, was sie verdient hatten. Vielleicht haben sie es gut gemeint. Das glaube ich nie und nimmer. Sie waren verkommen vor Gier und zu allem bereit, um mir das letzte Teil zu entwinden. Außerdem hast du sie ja nicht umgebracht. Bald kommen sie zu sich. Hoffentlich haben sie was daraus gelernt. Was passiert da gerade im Hintergrund? Hallo? Und was jetzt? Was zum... Ich fürchte, ich weiß es nicht. Die Brennerei meines Vaters kann ich ja nicht wieder aufbauen. Ich muss wohl Wein auf dem Markt verkaufen. Oder vielleicht sollte ich weiterziehen und Toussaint verlassen. Ich weiß es nicht. Ich muss drüber schlafen.
Wie auch immer, deine Hilfe der mit steht wieder auf. Werde ich dir nicht vergessen. Was? Zeit, dass unsere Wege sich trennen. Viel Glück, was immer du beschließt. Ich danke dir, Hexer. Alles Gute. Whatever happened there, right? Die Höhle ist auch wahrscheinlich jetzt nicht geklärt. Das habe ich. Okay. Dann werden wir beim nächsten Mal dorthin. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Videos. Euer Hedi.